Oh yeah. Raw Switch. Okidoki. Das sieht ja... Oh je. Oh Gott. Na, also geht doch. Frech. Da wollte ich mich kurz erstmal ein bisschen so umschauen. Ha, wir könnten theoretisch mit den Jumping Boots hoch, auf jeden Fall. Aber ich werde mir das mal... Aha. Da stehen sie. Wie ist die von hier? Oh ja, ich treffe die sogar. Ja, er rennt nur weg. Rennt nur weg. Ich weiß ja... Oh lol, sind jetzt im Wasser. Na super. Ich hoffe mal, dass die... Er wirft sie nicht. Why? Ich habe gedrückt. Oder ist es, geht es im Wasser nicht? Jetzt muss ich... Oh Mann, jetzt muss ich eh... ich habe noch nicht quicksaved. Frech. Egal, jetzt können wir hier erstmal... Okay. Die müssen auf jeden Fall kurz so sterben, weil... Man hat ja gesehen, was passiert, wenn die im Wasser sind. Aus irgendeinem Grund konnte ich die echt nicht abschütteln. Ich habe gespammt, gedrückt irgendwie. Es wollte irgendwie nicht. Naja. Au. Alle erwischt. Perfekt. Dann beeilen wir uns hier mal ein bisschen da durchzukommen. Ja, holy. Ja, erstens mal ruckelt das Spiel so. Ich glaube, ich muss kurz nochmal Luft holen. So. Da muss man sich ein bisschen beeilen, I guess. Schnell zu den Dingern hier. Dann gehen wir nochmal zurück. Holen Luft und jetzt gucken wir mal, ob sich das geöffnet hat. Die Dinger will ich auch ganz gerne mitnehmen. Ja, je. Oh, man hat hier halt echt immer nur Kurzluft. So. War es das? Perfekt. Ja, ja, ja. An Land sind die auf jeden Fall gar kein Problem. Oh je. Ach du Scheiße. Ja, jetzt habe ich mich leider zu sehr von den Typen ablenken lassen. Ich meine... Oh, ich glaube die... So, perfekt. Lol. Der schafft es ja hier rein. Nice, perfekt. Die haben tatsächlich Infighting gemacht. Ja, gut. Oh Gott, da ist ja noch einer. Na, frech. Ja, scheiße, das ist blöd gelaufen. Das ist echt blöd gelaufen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da noch einer ist. Wow. Okay, das war schnell. Das war verdammt schnell. Ich glaube, die muss ich einfach hier schön... Okay, die können durch die Gegner durchschießen. Was mich jetzt tatsächlich ein bisschen wundert, weil... Keine Ahnung, wenn Infighting funktioniert... Dann ist es doch irgendwie komisch, dass die durch die durchschießen können. Naja... Vielleicht haben die auch gut dran vorbeigeschossen. Das kann auch sein. So. Na komm. Dankeschön. Das hat jetzt besser funktioniert. Die sind alle tot. Hier, den hier darf ich diesmal nicht übersehen. Oh, aua, wow. So. Diese ganzen Flares bringen mich eigentlich auf eine Idee. Yes, genau das. Das war doch schön. Aha, hier haben wir noch einen.
weiß gar nicht, ob das Tappen was bringt, was, wenn es Munition sparen soll. Okay, wenn ihr da so... Dann ganz ehrlich. Dann musste das sein. So. Jetzt funktioniert es gerade doch ein wenig besser. Okay, sehr viele von den Typen. Echt sehr viele. So, hier geht's natürlich runter. Können wir durchschießen? Ja. Aber gar nicht so einfach. Solange die sich hier... solange die sich hier gruppieren, ne, geht es gut. So, jetzt mal gucken. Dann haben wir das Problem später schon mal nicht. Das ist gut. So, ich sehe auf jeden Fall den Riss. Ja gut. Mit euch habe ich keinerlei Probleme. Eine ordentliche Explosion. Auf jeden Fall kein Secret. Okay. Ich nehme mal schweren, da werden wir später noch früh genug hinkommen. So, mach mal. Aua. Oh, macht doch gut Schaden, so eine Spinne. Vielleicht darf ich die nicht unterschätzen. So, mal gucken, was hier ist. Wahrscheinlich kommen wir genau da, wo die Fische waren, raus. Ey. Der lebt noch? Wow. Jetzt habe ich ihn erwischt, oder? Ja. Okay, ich komme hier aus irgendeinem Grund nicht. Na, jetzt geht's. Okay. Perfekt. Wir haben genügend Platz, um uns hier gut zu bewegen. Okay. Wunderbar. Dann ist es hier auch nicht wirklich ein großes Problem, mit den Leuten hier fertig zu werden. Oh je, ich sehe schon, da ist eine Bossspinne. Wow, viele von euch. Aber meine Tommy Gun hat dann keinerlei Probleme mit euch. So, eine Bossspinne. So, ja, die ist jetzt natürlich... Die ist jetzt natürlich ein Problem da unten. Weil ich glaube, das hier bringt ja, soweit ich weiß... Oh doch. Das macht Schaden. Das macht Schaden. Das Problem ist nur, dass man immer wieder gucken muss, wo die dann... Das sah ja mal maximal witzig aus. Aua. Oh lol, da ist eine bei mir oben. Hat die sich hoch. Nur die hochgeschleudert. Ah, da. Na. Ja, leider funktioniert die Voodoo-Puppe nicht so geil. Boah, das Ding hat ja lächerlich viel HP. Ist es tot? Nee. Ich weiß nicht, ob ich die nicht vielleicht besser sogar einfach in Ruhe lassen sollte. Da unten im Wasser macht die eigentlich nichts. Und ich verschwende hier mein ganzes TNT. Heilige Scheiße, wie viel HP hat das Teil? Finally. Hm.
Naja. So viel reingeballert. Und das einfach nur, um hier wieder zurückzukommen. Na gut, ich habe jetzt auch den Schlüssel. So, hier kam man zurück. Und was war hier nochmal? Hier war nur ein Weg drumherum, genau. Ah, stimmt, die muss ich auch noch mitnehmen. Ja, aber diese Spinnen, ich meine, gut, das war jetzt natürlich super nervig, weil die halt auch im Wasser waren, ne? Im Wasser ist die natürlich... Oh lol, ganz viele Ratten. So. Machen wir das mal kurz so. Ja, ja, schön stehen bleiben, ihr kleinen Ratten. Oh, da ist ja sogar noch ein Arztkoffer. Kann ich mir auf jeden Fall merken. Ja, komm. Dürft gerne hier runterkommen. Das hat auch gut erwischt. Oh, ich sehe da oben noch ein paar. Das freut mich doch. Diese Geräusche freuen mich doch. Oh je, da sind aber noch einige. Wunderbar. Wir müssen noch höher. Mhm. Na komm. Oh no. Ja, ja. Gemeine Überraschung, aber alles gut. So. Ja, ist jetzt natürlich gemein, viele von euch. Ja, die Puppe funktioniert halt gar nicht so gut manchmal, ne? Oh, wow. Ich muss, glaube ich, das hier kurz benutzen. Ich weiß ja, wo noch eins liegt. Wow, die machen aber auch Schaden. Ui, upsi. Ich check die Voodoo-Puppe teilweise auch noch nicht, dass die so random auch ist, was den Schaden angeht, gefühlt. Manchmal sind die voll schnell tot, dann braucht die mal mehr, mal weniger Muni, um so einen zu killen. Jetzt braucht die irgendwie gar keine Muni, macht aber gefühlt auch keinen Schaden. Ich check's überhaupt nicht. Ah, jetzt hat's Schaden gemacht oder Muni gekostet. Also, ich verstehe es noch nicht so ganz, wie die Puppe funktioniert. So, mal gucken. Augenschlüssel. Das war ein cooler Effekt, by the way. Na komm. Steh auf. Wir wissen beide, du simulierst nur. Aua. Verdammt. Aber hier ist ja glücklicherweise noch einiges. Den Feuerschlüssel. Na, jetzt sind wir hier am Anfang. Cool, cool. Hier wahrscheinlich auch nochmal einen Schlüssel benötigt, damit man hier nicht... Oh je. Na. Jetzt geht doch. Viel Muni rausgeballert. So, schauen wir mal, wie wir uns geschlagen haben. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass wir kein Secret gefunden haben. Aber gut, gut, dann gehen wir nochmal rein. Okidoki, die Secrets. Wir fangen mal an. Wir gehen wieder hierhin, da wo der Anfang war. Hier sieht man schon den Pfosten, der anders aussieht. Da haben wir einen Diving Suit.
Nehmen wir die Munition hier auch noch mit. So. Der Diving Suit wird jetzt ganz schön praktisch sein, weil das nächste Secret befindet sich im Wasser. Und zwar hier bei dem rechten Rad. Klicken wir einfach nochmal so ein bisschen und dann kriegen wir hier einfach ein schönes, dickes Life Seed. Das freut mich doch. Schön viel HP. Gehen wir hier raus. Hier, zack. Kriegen wir noch ein bisschen Tesla. Das, denke ich mal, ist verständlich, wenn mich das auch freut. So, jetzt muss ich mir nochmal ganz kurz orientieren. Genau, hier müssen wir hoch. Hoch, hoch, hoch. Zack, zack. Hier entlang. Und hier rein. Hier bei diesen Betten. Zack. Kriegen wir Beast Vision. Und dann zu guter Letzt gehen wir hier in diesen Raum. Und zwar ist hier ein Knopf. Und eine Voodoo Doll. Und das war es dann tatsächlich auch schon. Jetzt müssen wir nur wieder nach oben finden. Einfach nur wieder nach oben finden. Oh, und eine Sache darf ich nicht vergessen. Ja, blöd, warte mal. Ich muss ganz kurz nochmal runter. Jetzt passt mal auf, jetzt passt mal auf. Wo war denn das? Das war, glaube ich, hier. Yes. Hehe. Ja, Leute. Ich hätte es fast vergessen. Ich hätte es fast vergessen. Aber mir war noch klar, da hatte ich doch noch diesen Arztkoffer. Zum Glück habe ich jetzt noch dran gedacht. Ich war wirklich kurz davor, es zu vergessen. Und ich weiß noch, wie ich die ganze Zeit... Okay, die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wie ich vorhin großspurig gesagt habe. Ich weiß ja, wo der Arztkoffer ist, also kann ich meinen ja ruhig verwenden. Easy. Naja. Okidoki, dann machen wir hier mal unseren berühmten Safe. Und schauen mal. Oh, das sieht doch viel besser aus. Keine Ahnung, wo dieser letzte Kill ist. Aber das ist doch in Ordnung. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.